Die folgenden Ratschläge des großen Meisters der Weisheit und des Mitgefühls Buddha werden dir helfen, den Ursprung und den Sinn der Sorgen und des Leidens besser zu verstehen und es in eine Gelegenheit für Wachstum und Befreiung zu verwandeln. Akzeptiere die Realität, so wie sie ist. Die Dinge sind, wie sie sind. Dieser Satz lehrt uns, dass es kein Zurück zur Realität gibt. Wenn etwas geschehen ist und wir nichts daran ändern können, ist es besser, sich zu entspannen, die Situation anzunehmen und nicht gegen den Strom zu kämpfen. Du wirst mehr innere Ruhe finden, wenn du mit dem Fluss des Lebens gehst. Bedenke, dass dein Leben wie eine Achterbahnfahrt ist, also entspanne dich und genieße die Reise. Vertraue auf das Schicksal. Buddha sagte, wenn etwas nicht so läuft, wie geplant, dann kommt etwas Besseres auf uns zu. Das bedeutet, dass alles einen Zweck und einen Sinn im Leben hat. Alles geschieht perfekt, selbst das, was uns anfangs als schlecht erscheinen mag. Mit der Zeit und im Rückblick werden wir erkennen, dass das, was wir als schlecht betrachteten, tatsächlich ein Segen war, der uns zu etwas Besserem führte. Manchmal bestehen wir darauf, alles unter Kontrolle zu haben, einem perfekten Drehbuch zu folgen, aber das Leben hat seine eigenen Pläne. Also, wenn sich die Dinge verkomplizieren und du dich frustriert fühlst, atme tief durch und vertraue darauf, dass das Universum etwas Unglaubliches für dich bereithält. Vielleicht sind Enttäuschungen und Stolpersteine nur die Vorboten einer Möglichkeit, die du dir nicht einmal vorgestellt hast. Zum Beispiel, wenn du eine Liebesbeziehung beendest, könnte es dir wie ein Misserfolg oder ein Unglück erscheinen, aber es könnte auch eine Befreiung oder ein Weg zu einer neuen Liebe sein. Buddha sagte, Schmerz ist unvermeidlich. Leiden ist optional. Das bedeutet, dass Schmerz ein Teil des Lebens ist und wir ihn nicht vermeiden können, aber das Leiden hängt davon ab, wie wir auf den Schmerz reagieren. Wenn wir uns dagegen wehren, das anzunehmen, was uns widerfährt, verursachen wir uns selbst mehr Angst und Frustration. Wenn wir hingegen die Realität mit Gelassenheit akzeptieren, können wir das Leiden reduzieren und die Gelassenheit finden. Zum Beispiel, wenn du deinen Job verlierst, kannst du Schmerz über den Verlust von Einkommen und Stabilität empfinden. Aber wenn du an diesem Schmerz festhältst und ständig darüber klagst, wirst du mehr leiden, als notwendig ist. Wenn du die Situation jedoch als eine Gelegenheit zum Wandel und zur Verbesserung annimmst, kannst du den Schmerz überwinden und nach neuen Alternativen suchen. Jede Veränderung beginnt in uns selbst. Die äußere Welt spiegelt unsere innere Welt wider. Manchmal beschweren wir uns darüber, wie die Dinge sind, wie wir behandelt werden oder über die Ungerechtigkeiten, die wir sehen, und wir neigen dazu zu glauben, dass alles gut sein wird, wenn sich unsere Umgebung verändert. Die Realität ist jedoch, dass wir nicht kontrollieren können, was draußen geschieht. Was wir jedoch kontrollieren können, ist unsere eigene Einstellung, unsere Handlungen und unsere Entscheidungen. Wenn wir wollen, dass die Dinge anders sind, müssen wir damit beginnen, uns selbst zu verändern. Jede kleine Veränderung, die wir in unserem Leben vornehmen, hat Auswirkungen auf die Welt um uns herum. Jede Veränderung beginnt in uns selbst, warte nicht darauf, dass andere die Veränderung für dich vollziehen. Ergreife die Zügel und sei der Wandel, den du in deiner Welt sehen möchtest. Buddha sagte, es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg. Das bedeutet, dass wir nicht darauf warten können, dass sich die Welt verändert, wenn wir uns selbst nicht zuerst verändern. Frieden beginnt bei uns selbst, in unserer Haltung und unserem Verhalten.
Wenn wir in einer harmonischeren und glücklicheren Welt leben wollen, müssen wir selbst harmonischer und glücklicher sein. Wenn du zum Beispiel mehr Liebe in deinem Leben haben möchtest, musst du liebevoller zu anderen sein. Wenn du mehr Respekt in deinem Leben haben möchtest, musst du respektvoller mit anderen umgehen. Befreie dich von den Begierden. Buddha sagte, die Wurzel des Leidens ist die Begierde. Das bedeutet, dass uns die Begierde Unzufriedenheit und Anhaftung bringt. Wir alle haben Sehnsüchte und Ambitionen, die uns in Bewegung halten, aber wir sollten vorsichtig sein, uns zu sehr an sie zu klammern, da sie möglicherweise nicht erfüllt werden können. Unerfüllte Wünsche können zu Frustration und Leiden führen, daher sind sie sehr gefährlich. Es geht nicht darum, unsere Träume und Wünsche aufzugeben, sondern unsere Erwartungen und den Drang zu besitzen und zu kontrollieren loszulassen. Wenn wir aufhören, unermüdlich dem hinterher zu jagen, was uns fehlt, finden wir Erfüllung in dem, was bereits vorhanden ist. Lass die Dinge fließen, alles, was du brauchst, wird zur richtigen Zeit zu dir kommen. Akzeptiere die Veränderung. Buddha sagte, alles ändert sich, alles fließt, nichts ist von Dauer. Das bedeutet, dass das Leben ein ständiger und unvorhersehbarer Fluss von Veränderungen ist. Nichts ist fest oder ewig. Wir sollten Veränderungen als etwas Natürliches und Unvermeidliches akzeptieren. Nicht widerstehen oder an dem festhalten, was geht, sondern mit dem fließen, was kommt. Manchmal klammern wir uns an Dinge und Menschen und wollen, dass sie für immer bleiben, aber die Realität ist, dass alles seinen Zyklus hat. Alles verwandelt sich. Du könntest dich überwältigt fühlen und dich Sorgen machen über die Veränderungen, denen du gegenüberstehst, aber Veränderung ist ein natürlicher und notwendiger Teil des Lebens. Wichtig ist es, mit der Veränderung zu fließen und sich den neuen Umständen anzupassen. Halte nicht an dem fest, was dir nicht mehr dient oder dir schadet. Akzeptiere, dass alles seine Zeit hat und lass los, was dir nichts mehr gibt. Fürchte dich nicht vor Veränderungen, umarme sie mutig und vertrauensvoll. Erlaube dir, zu wachsen, zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Denke daran, dass Veränderung der Schlüssel zu deiner Entwicklung und Transformation ist. Praktiziere Dankbarkeit. Buddha sagte auch, Dankbarkeit ist die beste Haltung. Das bedeutet, dass wir uns bewusst und dankbar für alles sein sollten, was wir haben und sind, ohne es als selbstverständlich anzusehen oder mehr zu fordern. Dankbarkeit erfüllt uns mit Freude und Fülle, wir sollten sie zum Ausdruck bringen und teilen, um sie zu multiplizieren und weiterzugeben. Zum Beispiel, wenn du Gesundheit, Familie, Freunde, Arbeit, Essen und ein Zuhause hast, ist es eine gute Praxis, dafür jeden Tag dankbar zu sein und denen zu helfen, die es nicht haben. Zum Beispiel, jeden Abend, wenn du im Bett liegst, kurz bevor du einschläfst, zähle drei Dinge auf, für die du dankbar sein kannst. Kultiviere die Freude. Buddha sagte, die Freude ist das Geheimnis des Glücks. Dies bedeutet, dass die Freude ein innerer Zustand ist, der nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern von unserer Haltung und unserem Willen. Die Freude ist eine Wahl, die wir jeden Tag treffen können, unabhängig von dem, was uns widerfährt. Die Freude gibt uns Kraft und Energie, um Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Freude wird genährt von Güte, Großzügigkeit, Mitgefühl, Humor, Schönheit und Kreativität. Zum Beispiel, wenn du dich traurig oder gelangweilt fühlst, kannst du etwas Gutes für jemanden tun, Zeit mit einem Freund teilen, über dich selbst lachen, eine Landschaft bewundern oder etwas tun, was dir gefällt.
Vergleiche dich nicht mit anderen. Buddha sagte, der Vergleich ist der Dieb des Glücks. Dies bedeutet, dass wenn wir uns mit anderen vergleichen, verletzen wir uns selbst und andere. Der Vergleich erzeugt Neid, Bedauern, Stolz, Minderwertigkeit oder Überlegenheit. Der Vergleich verhindert, dass wir unseren eigenen Wert und den der anderen sehen. Der Vergleich entfremdet uns von der Realität und der Harmonie. Jeder von uns hat einen anderen Zweck, aber manchmal fallen wir in die Falle, uns umzusehen und uns mit anderen in Bezug auf unser Aussehen, unsere Errungenschaften, unseren Besitz und unsere Fähigkeiten zu vergleichen, bis wir vergessen, welchen wahren Wert wir haben und welche Eigenschaften uns einzigartig machen. Das Glück liegt nicht darin, besser als andere zu sein, sondern darin, uns so anzunehmen, wie wir sind, und unsere eigene Authentizität zu kultivieren. Jeder hat seinen eigenen Weg und sein einzigartiges Tempo. Anstatt uns zu vergleichen, sollten wir uns auf unser persönliches Wachstum und darauf konzentrieren, die beste Version von uns selbst zu sein. Lerne deine Stärken zu schätzen, deine Schwächen zu akzeptieren und deine eigenen Erfolge zu feiern. Denke daran, dass jeder seine eigene Geschichte hat und sich ständig weiterentwickelt. Wenn wir unsere Qualitäten anerkennen und lernen, uns selbst zu lieben, werden wir einen positiven Einfluss auf die Welt haben und ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben führen können. Lass dich nicht zum Opfer machen. Buddha sagte, du bist nicht Opfer der Welt, sondern Schöpfer deiner Welt. Manchmal begegnen wir im Leben Herausforderungen und Schwierigkeiten, die uns das Gefühl geben, Opfer der Umstände zu sein. Wir denken, dass das Leben uns ungerecht behandelt und verharren in einem Zustand des Selbstmitleids. Dies bedeutet, dass wir nicht andere oder das Schicksal für das verantwortlich machen sollten, was uns widerfährt, sondern unsere Verantwortung und Macht übernehmen müssen. Wir sollten keine passive oder resignierte Haltung dem Leben gegenüber einnehmen, sondern eine aktive und proaktive Einstellung. Wir sollten nicht darauf warten, dass sich die Dinge von selbst ändern oder dass jemand sie für uns ändert, sondern sie selbst durch unser Handeln und unsere Absicht verändern. Auf unserem Weg haben wir die Kraft, zu wählen, wie wir mit den Situationen umgehen. Wir sind Schöpfer unserer Erfahrung. Alles, was uns widerfährt, haben wir selbst angezogen, um unser eigenes Wachstum zu ermöglichen. Wenn dir etwas Unangenehmes widerfährt, verharre nicht in der Opferrolle und lass die Umstände dich kontrollieren. Denn das löst nichts, sondern trägt im Gegenteil dazu bei, dass du in deinem Wachstum stagnierst. Ergreife die Kontrolle über dein Leben und frage dich, warum hast du das in dein Leben gezogen? Und was brauchst du, um aus dieser Erfahrung zu lernen? Denke daran, dass es nicht wichtig ist, was dir in der Vergangenheit passiert ist oder welche Schwierigkeiten du gegenwärtig hast, du hast immer die Fähigkeit, sie zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen. Lass nicht zu, dass die Herausforderungen dich definieren, übernimm die Kontrolle über deine Gedanken, Handlungen und Emotionen und akzeptiere die Verantwortung für dein eigenes Glück. Ändere deine Denkweise. Buddha sagte, alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Das bedeutet, dass unsere Gedanken unsere Realität bestimmen. Wenn wir negativ denken, ziehen wir mehr Negativität in unser Leben. Wenn wir positiv denken, ziehen wir mehr Positivität in unser Leben. Zum Beispiel, wenn du denkst, dass du ein Versager bist und dass nichts gut für dich läuft, erschaffst du eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du jedoch glaubst, dass du fähig bist und deine Ziele erreichen kannst, erzeugst du Vertrauen und Motivation. Wenn du glaubst,
ein Problem zu haben, hast du ein Problem. Alles im Leben hängt von der Perspektive ab, aus der man es betrachtet. Wenn wir uns immer wieder einreden, dass etwas ein Problem ist, wird es zu einem. Das ist der Schlüssel dieser Lehre, alles beginnt in unserem Geist. Die Art und Weise, wie wir Situationen wahrnehmen, kann unseren Umgang mit ihnen beeinflussen. Wenn wir unsere Perspektive ändern und Herausforderungen als Wachstumschancen betrachten, sehen wir sie nicht mehr als Probleme. Was hältst du davon, wenn wir ein Problem haben, unsere Einstellung ändern und es als aufregende Herausforderung betrachten? Das Leben wird viel interessanter, wenn wir aufhören zu glauben, dass alles ein Problem ist. Lerne aus deinen Fehlern. Buddha sagte, die größte Lektion liegt im Irrtum. Diese Lehre zeigt uns, dass das Scheitern an sich nicht existiert. Sich zu irren ist etwas Natürliches, durch das wir alle gehen. Das bedeutet, dass Fehler eine Quelle der Weisheit und des Fortschritts sind. Wir sollten sie nicht fürchten oder uns dafür schämen, sondern nutzen, um uns zu verbessern und zu wachsen. Der Weg des Lernens ist nicht einfach und voller Stolpersteine und Schwierigkeiten. Wir sollten verstehen, dass in jedem Irrtum der Schlüssel zum wahren Wachstum liegt, wenn wir in der Lage sind, die verborgene Lektion dahinter zu erkennen. Fehler zeigen uns, was nicht funktioniert und was wir ändern müssen. Also lass dich nicht entmutigen, wenn du dich irrst. Lerne aus deinen Fehlern, steh auf und gehe weiter. Lebe im Hier und Jetzt. Buddha sagte, lebe nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere deinen Geist auf den gegenwärtigen Moment. Manchmal verbringen wir unser Leben damit, an die Vergangenheit zu denken und uns Sorgen um die entweichende Zukunft zu machen. Die Vergangenheit existiert nicht mehr und die Zukunft existiert noch nicht, nur die Gegenwart ist real und das Einzige, was wir kontrollieren können. Das Kostbarste, was wir haben, befindet sich direkt vor uns, auch wenn wir es nicht sehen. Wahres Glück findet sich im Hier und Jetzt. Wenn wir im Moment leben, können wir das Leben mehr genießen und Stress und Angst vermeiden. Lass die Sorgen und Ablenkungen los und tauche mit allen Sinnen in die Gegenwart ein. Genieße die kleinen Details und schätze jeden Augenblick, denn die Gegenwart ist der einzige Moment, den wir wirklich haben, und lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Zum Beispiel, wenn du etwas Köstliches isst, denke nicht daran, was du danach tun wirst oder was du zuvor getan hast, sondern koste jeden Bissen mit voller Achtsamkeit aus. Stell dich deinen Ängsten. Buddha sagte, es gibt nichts zu fürchten außer der Angst selbst. Wir alle haben Ängste, die uns lähmen und unsere Entwicklung erschweren, uns daran hindern voranzukommen. Die Ängste, obwohl sie eine entgegengesetzte Energie zur Liebe sind, bieten eine große Chance für unser Wachstum. Indem wir uns ihnen stellen, können wir unsere begrenzenden Überzeugungen und Emotionen verstehen, die sie verursachen. Nimm dir Zeit, um über deine Ängste nachzudenken, sie zu verstehen und lass nicht zu, dass sie dich beherrschen. Denke daran, dass sie nur eine Illusion sind und Angst ein optionaler Zustand ist, den du mit ein wenig Übung ändern kannst. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, in der Öffentlichkeit zu sprechen, musst du üben und dich dieser Situation aussetzen, um dir zu beweisen, dass du es tun kannst und dass es nicht zu fürchten gibt. Buddha lehrte, dass Geduld eine grundlegende Tugend ist, die wir auf dem Weg zum inneren Frieden kultivieren müssen. Es bedeutet nicht nur Toleranz, sondern einen Prozess der inneren Transformation, bei dem wir mit dem Verstand arbeiten, um Reaktivität zu überwinden.
Geduld ist die Antwort auf Wut und Aggression und ermöglicht es der Ruhe, auch in herausfordernden Momenten zu bestehen. Geduld bedeutet nicht nur Ausharren, sondern auch das Kultivieren einer Haltung des Verständnisses und der Gelassenheit. Sei geduldig und bewahre die Ruhe, denn alles wird vergehen. Alles ist möglich, Wunder geschehen jeden Tag und wir sind dafür verantwortlich, dass sie geschehen. Manchmal beschränken wir uns selbst, indem wir denken, dass bestimmte Dinge außerhalb unserer Reichweite liegen. Aber die Realität ist, dass das Potenzial, alles zu erreichen, in jedem von uns liegt. Du kannst deine größten Ziele und Träume erreichen, wenn du es wirklich willst, denn die Kraft, Wunder zu vollbringen, liegt in dir. Lass dich nicht von Angst oder Zweifel aufhalten. Glaube an dich und vertraue. Diese Ratschläge können dir helfen, deinen Schmerz zu vergessen und den inneren Frieden zu finden. Sie basieren auf Weisheit und Mitgefühl und laden dich ein, die Realität zu akzeptieren, deine Denkweise zu ändern, der Wandel zu sein, den du in der Welt sehen möchtest, aus deinen Fehlern zu lernen, dem Schicksal zu vertrauen, im Hier und Jetzt zu leben, dich von Verlangen zu befreien, deine Ängste zu konfrontieren, für das, was du hast, dankbar zu sein, Freude zu kultivieren, dich nicht mit anderen zu vergleichen, keine Opferrolle einzunehmen und den Wandel zu akzeptieren. Wenn du sie in die Praxis umsetzt, kannst du dein Leiden in eine Chance für Wachstum und Befreiung verwandeln. Denke daran, dass Schmerz unvermeidlich ist, aber Leiden optional ist. Du hast die Macht zu wählen, wie du auf Schmerz reagierst und wie du dein Leben lebst. Ich ermutige dich, den Weg Buddhas zu gehen und glücklich zu sein. Teile diesen Inhalt mit denen, die davon profitieren können. Vergiss nicht, dem Video ein Mag ich zu geben, deine Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren zu teilen und dich zu abonnieren. Eine philosophische Umarmung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.